Herzlich willkommen in meiner Küche und im YouTube-Kanal von coffeeness.de. Heute testen wir mal wieder einen Kaffeevollautomaten von Melitta, so einer 600-700 € Preisklasse, die Caffeo Varianza CSP. Und was die kann und was sie nicht kann, werdet ihr euch gleich in dem Video angucken können. Und ich hoffe, ihr freut euch so auf den Test wie ich. Zunächst hat mich natürlich interessiert, wofür das CSP steht, die Abkürzung. Das ist ja immer so ein bisschen komisch bei Kaffeevollautomaten. Die haben ja oft eine Benennung, die nicht wirklich so ganz nachvollziehbar ist. Ich habe das jetzt in der Anleitung nicht gefunden, online auch nicht gefunden. Dann habe ich einfach mal direkt bei Melitta nachgefragt. Die haben mir dann gleich geantwortet. Und das Kürzel ist jetzt auch ein bisschen länger und nicht sehr intuitiv. Das CSP steht nämlich für Compact Design and My Bean Select plus Package / One Touch System, wäre man jetzt wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Was eigentlich der wichtige Unterschied ist zu dem anderen Caffeo Varianza, den es gibt, ist, dass es hier bei dem CSP ein automatisches Milchschaumsystem gibt. Das heißt, ihr könnt mit einem Knopfdruck euren Getränk zubereiten. Und bei dem, bei der CS-Variante ist ein Cappuccinatore eingebaut. Das heißt, ihr müsst während der Kaffeezubereitung die Tasse einmal umstellen. Deswegen hat es sozusagen nicht mehr diese One-Touch-Funktion. Ihr müsst bei der Getränkezubereitung dabei bleiben. Und das ist eigentlich schon der wichtigste Unterschied. Es gibt jetzt noch in der Programmierbarkeit der Getränke und der Software ein paar kleinere Unterschiede. Aber der große Unterschied zwischen CSP und CS ist eigentlich nur, dass das hier ein automatisches Milchschaumsystem ist. Und bei dem anderen Gerät handelt es sich um ein Gerät mit Cappuccinatore, wo ihr die Tasse umstellen müsst. Bei der Caffeo Varianza handelt es sich um relativ kompakten, kleinen Kaffeevollautomaten. Wie ihr auch schon sehen könnt, was man beim Platz extra noch einplanen muss, ist der Milchschaumbehälter. Den muss man am besten daneben stellen. Der nimmt dann doch noch mal ein bisschen mehr Platz weg insgesamt. Es ist eher eine kleine Maschine mit einem eher kleineren Bohnenfach, kleinerem Wassertank. Deswegen ist es wahrscheinlich eher ein Gerät so für ein bis zwei Personen. Und den werden wir uns jetzt einfach mal genau angucken. Hier hinten auf der Ecke seht ihr einen Wassertank, der hat eine dreieckige Grundform, ist also ein Prisma. Das ist ein relativ kleiner Wassertank, da passen 1,2 Liter Wasser rein. Häufig haben Kaffeevollautomaten dieser Preisklasse einen etwas größeren Wassertank mit 1,8 Liter Fassungsvermögen. Da muss man einfach damit rechnen, dass man den ein bisschen öfter auffüllen muss. Deswegen würde ich dieses Gerät halt auch eher für einen Haushalt mit ein, zwei Personen empfehlen und nicht für mehr. Wenn wir den Wassertank hier entnehmen, dann seht ihr dahinter, dass hinter dem Wassertank sich die Mahlgrad-Einstellung versteckt. Die kann man hier langsam runterstellen. Je weiter der Schalter nach unten gezogen wird, zu den kleineren Strichen, desto feiner wird dann der Mahlgrad. Am Anfang, als ich die Maschine bekam, war der Mahlgrad sehr grob eingestellt. Und für meinen Geschmack deutlich zu grob. In der Anleitung stand, dass man den Mahlgrad erst nach einem Jahr verstellen sollte. Daran habe ich mich nicht gehalten, weil ich keinen guten Espresso mit diesen Einstellungen beziehen konnte. Nachdem ich den Mahlgrad verstellt habe, war ich ziemlich zufrieden mit den Ergebnissen. Von daher würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, in dem Fall mal nicht auf die Anleitung zu hören und den Mahlgrad feiner einzustellen. Wichtig ist, dass ihr das kleinschrittig macht und nicht irgendwie alle Mahlgrade auf einmal überspringt, sondern gerade wenn ihr in Richtung feiner verstellt, dass ihr dann immer um eine Stufe verstellt, einen Espresso bezieht und das Ganze dann öfter wiederholt, bis ihr beim feinsten Mahlgrad angelangt seid. Und es ist auch so, dass die Maschine dann vielleicht noch zwei, drei Bezüge braucht, bis sie sich an den neuen Mahlgrad gewöhnt hat, eingearbeitet hat und bis dann das Ergebnis wirklich so ist, wie ihr das haben wollt. Hier oben drauf seht ihr den Kaffeebohnenbehälter und da passen 125 Gramm rein. Ist ein relativ kleiner Kaffeebohnenbehälter, reicht meiner Meinung nach völlig aus. Ich packe sowieso immer nur für ein paar Bezüge Kaffee rein und lasse den ansonsten in der Packung, weil der dann doch einfach besser frisch bleibt. Von daher habe ich irgendwie, ich persönlich sehe es als keinen großen Vorteil an, wenn das Bohnenfach besonders groß ist. Von daher stört mich die Größe gar nicht. Und daneben seht ihr sozusagen schon den Clou dieser Maschine. Der hat hier nämlich so einen extra Löffel. Mit dem könnt ihr auch ganze Kaffeebohnen in das Mahlwerk eingeben, aber in Einzelportionen. Das heißt, ihr löffelt die Kaffeebohnen für einen Bezug aus der Packung,
packt sie dann hier rein. Die Maschine erkennt das dann auch automatisch und benutzt dann die Kaffeebohnen, die ihr einfach in dem Löffel hattet, direkt. Das heißt, ihr könnt zu jeder Zeit eine neue Espresso-Sorte ausprobieren, obwohl noch Bohnen im Bohnenfach drin sind. Das ist ziemlich praktisch, wenn man öfter die Kaffeesorte wechseln möchte oder beispielsweise, wenn man frisch gemahlenen Kaffee haben möchte, aber einer in der Familie eine Decaf-Variante trinkt. Ansonsten ist es halt häufig so, dass dafür ein extra Fach für gemahlenen Kaffee da ist. Das gibt es hier nicht. Ich rate auch generell davon ab, diese Fächer zu benutzen. Meistens funktionieren die nicht gut. Oft verstopft dadurch die Brühgruppe, weil auch zu feiner Kaffee verwendet wird. Und ich finde diese Lösung eigentlich schon ziemlich genial, dass man portionsweise den Kaffee mahlen kann. Das funktioniert auch ganz gut. Wenn man den Löffel abnimmt, erkennt die Maschine schon automatisch, dass man dieses Fach ansteuert. Und wenn man den Kaffee wieder, den Löffel wieder aufsetzt, erkennt die Maschine, dass sozusagen jetzt der Kaffee eingegeben wurde. Das Besondere ist halt das Mahlwerk. Das funktioniert ein bisschen anders als bei anderen Kaffeevollautomaten. Ich habe in einem früheren Video schon die Melitta Caffeo CI vorgestellt. Das Video verlinke ich euch hier auch nochmal. Da ist es so, dass es zwei Bohnenfächer gibt, aber das Mahlwerk mahlt dort immer den Kaffee, der gerade eingegeben wird. Hier ist es so, dass der Kaffee pro Durchgang komplett verbraucht wird. Das bedeutet, dass wenn ihr jetzt mit dem Löffel einen Kaffee reinlöffelt, dass keine Reste von dem Kaffee, der hier im anderen Fach drin sind, noch im Mahlwerk sind, sondern dass der komplett durchgemahlen wird. Das verändert, das hört ihr gleich auch nochmal an dem Geräusch. Ich werde den Mahlwerk gleich nochmal zeigen, wie die Maschine mahlt. Und da werdet ihr sehen, ganz am Ende ist so ein kleiner Leerlauf. Und das bedeutet dann, wenn dieser Leerlauf anfängt, dass das Mahlwerk dann keinen Kaffeebohnen mehr greift und die Bohnen komplett verbraucht sind. Also der Vorteil ist, dass ihr dann für jeden Espresso-Bezug einen komplett unterschiedlichen reinen Kaffee verwenden könnt. Von vorne auf der rechten Seite verbirgt sich hier die Serviceklappe. Die kann man ganz einfach abnehmen. Das geht auch ohne Gefummel. Das ist bei vielen anderen Kaffeevollautomaten ein bisschen schwieriger. Und da drin verbirgt sich dann die Brühgruppe. Das ist eine standardmäßige Brühgruppe, wie wir sie auch von Siemens, Bosch oder Miele-Geräten kennen. Die ist auch in allen Kaffeevollautomaten von Melitta, die ich bisher gesehen habe, so verbaut. Die lässt sich sehr leicht entnehmen, ohne jeden Fummelkram. Die kann man wunderbar dann einfach unter fließendem Wasser abspülen. Wichtig ist, dass sie dadurch halt von außen gereinigt wird. Um sie von innen gründlich zu reinigen, braucht man trotzdem die Reinigungsprogramme, die es in den Kaffeevollautomaten gibt. Das heißt, das ist gut, die von außen sauber zu machen. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, dass sie von innen noch extra gespült werden muss. Der größte Vorteil an einer nebenbaren Brühgruppe ist meiner Meinung nach, dass man halt das Gerät einfach mal aufmachen kann, aussaugen kann. Man kann die Brühgruppe abspülen und dann beispielsweise einfach auf der Heizung liegen lassen, wenn man in Urlaub fährt. Es hat den großen Vorteil, dass die Maschine einfach mal durchtrocknen kann, weil man die Klappe dann halt auch offen lassen kann an dem Kaffeevollautomat. Und genauso einfach könnt ihr die auch wieder einbauen. Hier seht ihr den Milchbehälter. Den gibt es in verschiedenen Materialien. Ist immer unterschiedlich, welche Modellnummer das ist, welcher dabei ist. Es gibt auch noch einen mit einem verchromten Deckel. Und ich glaube, es gibt auch noch ein Modell mit Edelstahl. Da könnt ihr dann einfach mal gucken, welchen ihr dazu haben möchtet. An dem ist halt sehr praktisch, dass ihr den einfach in der Spülmaschine reinigen könnt. Das ist auch nicht immer so, dass man das darf. Von daher ist das ganz praktisch, passt ordentlich was rein. Und den schließt man halt einfach über den Schlauch hier an. Wie gesagt, es gibt noch ein anderes Gerät, bei dem ein extra Cappuccinatore verbaut ist. Da müsst ihr die Tasse dann umstellen und hier habt ihr halt die One-Touch-Funktion, die ein bisschen komfortabler ist. Hier seht ihr die Höhenverstellung des Auslaufs, kann man einfach nach oben und unten schieben. Ist jetzt eine Standardhöhe, passen all meine Tassen unter, auch die großen, auch die Latte Macchiato Gläser, das ist ganz praktisch. Und hier unter seht ihr dann die Abtropfschale. Das ist eine Standardgröße für eine Abtropfschale. Da drin ist dann der Tresta-Behälter, der ist schön groß. Und hier vorne unter dem Gitter seht ihr noch so einen kleinen roten Schwimmer, an dem kann man den Wasserstand ablesen und das ist doch alles relativ standardmäßig für ein Gerät dieser Größe und Preisklasse. Wir werden uns jetzt einfach mal einen Espresso beziehen und ich habe die Maschine natürlich schon eingestellt. Ich hatte euch ja eben schon gezeigt, dass ich den Mahlgrad so fein wie möglich gestellt habe und die Kaffeepulvermenge habe ich auch hochgestellt
Und die Milliliteranzahl des Espressos habe ich runtergestellt. Die war nach Werkseinstellung auf 40 Milliliter. Das ist für einen Espresso auf jeden Fall zu viel. Der sollte zwischen 20 und 25 Milliliter haben und deswegen habe ich den auf 25 Milliliter runtergestellt. Das war die Minimaleinstellung. Ich habe das jetzt auch mal abgewogen, kommen 2-3 Milliliter mehr raus. Mit dem Ergebnis kann ich aber leben. Und wir beziehen jetzt einfach mal einen Espresso. Und ich habe jetzt keine Bohnen im Gerät und werde jetzt einfach mal die Bean Select-Funktion ausprobieren. Habe ich ja schon erzählt, dass er dann automatisch erkennt im System, dass ich den Löffel abgenommen habe. Jetzt sagt er, oh ja, Bean Select. Jetzt mache ich einfach mal den Löffel voll. Bei dem Espresso handelt es sich um einen Blend mit 75% Arabica-Anteil und 25% Robusta-Anteil. Im Siebträger macht er ein super schönes, geflecktes, dunkles Ergebnis. Im Kaffeevollautomaten wird er ein bisschen heller werden. Die Bohnen kommen aus Äthiopien, Brasilien und Indien. Und wir werden jetzt einfach mal sehen, wie der hier mit meinen Einstellungen im Kaffeevollautomat aussieht. Ich gebe die jetzt hier mit dem Löffel in den Vollautomaten rein. Packe ihn wieder rauf. Jetzt erkennt er alles klar, der Löffel ist wieder drauf. Und jetzt wähle ich einfach ein Espresso aus. Meine Einstellungen sind bereits kalibriert, voreingestellt. Und dann könnt ihr ja auch gleich mal auf das Geräusch des Mahlwerks hören. Dann fällt euch halt am Ende des Mahlvorgangs der Leerlauf vor, in dem die restlichen Kaffeebohnen komplett durchgemahlen werden. Jetzt wird das Geräusch ein bisschen höher. Genau, habt ihr am Ende gemerkt, da waren offensichtlich keine Bohnen mehr drin. Hier auf dem Display konnte man schön sehen, dass meine 25 Milliliter eingestellt sind. Jetzt fängt die Maschine mit der Präinfusion an. Das heißt, es wird schon mal ein bisschen heißes Wasser gegen den Kaffeepuck gedrückt. Ungefähr in 20 Sekunden. Ich hätte mir gewünscht, dass er noch ein bisschen langsamer durchläuft. Aber ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Guck mal. Ja, der hat auch doch eine relativ schöne dunkle Crema. Insbesondere dafür, dass das ein Kaffee ist aus dem Vollautomaten. Die Mengenkalibrierung hat sehr gut geklappt. Das könnte jetzt doch ziemlich dicht an den 25 Millilitern dran sein. Das sind wahrscheinlich so 26, 27. Und er hat echt einen vollen, guten und interessanten Geschmack. Das ist natürlich auch ein super Espresso. Und insbesondere dafür, dass der aus dem Kaffee-Vollautomaten kommt, hat er echt Aroma. Und man kann sich auch gut vorstellen, dass der sich gut gegen die Milch durchsetzen kann. Ich bin mit dem Ergebnis nach meinen Einstellungen sehr zufrieden. Erstmal war ich ein bisschen schockiert, was für ein Espresso rauskam, als ich das Gerät mit Werkseinstellungen benutzt habe. Aber das Schöne ist ja, dass man den so einstellen kann, wie man möchte. Und dann kriegt man doch tatsächlich einen ziemlich guten Espresso. Jetzt wollen wir uns nochmal genau den Milchschaumbezug angucken und machen dafür wieder ein Espresso, aber eben mit Milch. Und zwar in Form von einem Latte Macchiato. Wir benutzen wieder das Bean Select Fach und kippen nicht viele Bohnen rein, sondern nur für den einen Bezug und probieren das mal aus. Ich habe Milch eingefüllt, angeschlossen und probiere jetzt einfach die Taste für den Latte Macchiato aus. Da sieht man dann auch gleich wieder meine Espresso-Einstellung mit 25 Millilitern und die Milchschaummenge sollte am Ende 220 Milliliter betragen. Der heizt jetzt noch ein bisschen auf und gleich wird dann ordentlich Dampf geben. Wieder den Leerlauf. Jetzt kommen wieder meine 25 Milliliter Espresso.
Boah, ist unser Ergebnis. Ordentlich Schaum. Der Schaum sieht auch ganz gut aus. Oben ein bisschen gröber, dann aber eine recht feine Konsistenz. Und ich werde den jetzt einfach mal umrühren und probieren. Das Umrühren ist immer relativ wichtig, weil sich der Espresso natürlich unter der Milchschaumschicht absetzt. Und wenn man dann probiert, dann ist es erstmal deutlich kräftiger als das Gesamtergebnis, weil die Milch unten halt noch pur ist. Temperatur ist genauso, wie ich mir das vorstelle, wird ungefähr 65 Grad haben, kann man aber auch noch heißer einstellen. Ich weiß, dass viele Leute ihren Latte Macchiato gerne sehr heiß trinken. Vom Geschmack her ist es so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Espresso ist auch ein sehr kräftiger Espresso, kommt ganz gut damit klar, sich gegen die Milch abzusetzen. Ich persönlich würde mir noch extra Espresso reinmachen, weil ich meine Getränke immer sehr kräftig trinke. Milchschaumkonsistenz ist völlig in Ordnung und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Bei der Caffeo Varianza handelt es sich um einen relativ kleinen, kompakten Kaffeevollautomaten, der einen schönen, soliden Eindruck macht. Es ist ein relativ kleines Gerät, kleiner Wassertank und kleiner Bodenbehälter. Ist vielleicht eher eine Maschine für ein bis zwei Personen und nicht für sehr große Haushalte. Was besonders auffällt, ist das Bean Select System, dass ich wirklich für jeden bezogenen Espresso eine andere Bohne verwenden kann. Das funktioniert auch gut. Das finde ich jetzt persönlich total praktisch, weil ich natürlich total viel Espresso immer ausprobiere. Ist vielleicht aber auch für einen Haushalt praktisch, wo nur hin und wieder mal eine andere Bohne verwendet werden muss, zum Beispiel mal eine Decaf-Variante oder ein kräftigerer oder milderer Espresso. Das finde ich schon relativ praktisch. Ich persönlich vermisse das Kaffeepulverfach überhaupt nicht, weil ich von den Dingern auch nicht so viel halte. Was man beim Platz extra einplanen muss, ist einfach das Milchschaumsystem und der Milchschaumbehälter. Der Milchschaum hat eine anständige Konsistenz, obendrauf sind ein paar etwas gröbere Blasen. Insgesamt ist das aber völlig in Ordnung und wie üblich bei Kaffeevollautomaten dieser Preisklasse. Der Espresso-Bezug hat nach meinen Einstellungen sehr gut funktioniert, damit bin ich total zufrieden. Da ist die Menge rausgekommen, die ich wollte, der war aromatisch und hatte sogar eine halbwegs dunkle Crema. Das ist auf jeden Fall überdurchschnittlich gut. Das gelingt nicht bei jedem Kaffeevollautomaten so gut. Dafür ist natürlich aber auch einfach nötig, dass man einen frischen und guten Espresso verwendet. Ansonsten könnt ihr euch ja nochmal mein Testvideo vom Melitta Caffeo CI anschauen. Das verlinke ich euch hier nochmal. Da habt ihr dann nochmal eine Alternative zu diesem Kaffeevollautomaten. Der hat halt nicht die Bean Select Funktion, sondern zwei feste Bohnenfächer, unterschiedliche, wo man umstellen kann. Da hat man dann aber vielleicht noch ein bisschen Restkaffeebohnen drin. Insgesamt ist es auf jeden Fall ein empfehlenswerter Kaffeevollautomat, der anständig verarbeitet ist. Halt mit dem Clou des Bean Select, finde ich ganz gut. Und die One-Touch-Funktion funktioniert auch gut. Ich persönlich würde immer eher dazu raten, als zu einem Modell mit extra Cappuccinatore. Und ich wollte euch jetzt einfach noch bitten, abonniert meinen YouTube-Channel. Ich veröffentliche hier weitere Kaffee-Vollautomaten-Tests oder auch Anleitungen für Kaffeezubereitung anderer Methoden. Und würde mich freuen, wenn ihr mal wieder meinen Kanal besucht oder auf coffeeness.de, meinen Blog verlinke ich euch hier auch nochmal, reinschaut.